Hey Formel 1 Freaks, vor wenigen Tagen hat Peter Hardenacke, also der Sky-Kommentator, Mick Schumacher getroffen und die beiden haben intensiv über Mick Schumachers Karriere und was er noch so vorhat diskutiert. Und in diesem Interview hat Mick Schumacher erstmals so richtig gezeigt, dass er sehr selbstbewusst ist mittlerweile und hat einige Dinge rausgehauen, die er früher vielleicht nicht rausgehauen hätte. Was Mick Schumacher da gesagt hat und was es für ein neues Gerücht um Mick Schumacher gibt, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Als Mick Schumacher 11 Jahre alt war, da hat ihn Michael Schumacher gefragt, was er denn in Zukunft machen will. Da die beiden immer auf der Kärntner Kartbahn unterwegs waren, da viel Zeit verbracht haben und natürlich Mick Schumacher dort auch mit den Karts gefahren ist, hat Michael Schumacher halt wissen wollen, ob er denn das Ganze jetzt professionell angehen will oder ob er auf der Kärntner Kartbahn nur herumhängen will mit seinen Freunden und einfach eine gute Zeit haben will und das Ganze halt hobbymäßig machen will. Aber Mick Schumacher hat mit eindeutiger Stimme gesagt, nein, er will Rennfahrer werden und sein großes Ziel, sein großer Traum ist die Formel 1. Und wenn das ein 11-Jähriger sagt, dann ist klar, dass er das wirklich will, denn er hätte jede Entscheidung treffen können. Und so hat Mick Schumacher diese Karriere eingeschlagen und Michael Schumacher hat ihn dabei unterstützt. Mick Schumacher hat auch immer wieder betont, dass er ohne seinen Vater nie so weit gekommen wäre. Er hat ihn wirklich sehr unterstützt, viele Tipps gegeben und deswegen ist die Kartsportkarriere von Mick Schumacher sehr, sehr gut verlaufen. Er hat also das Ganze aus freiwilligen Stücken, also aus innerem eigenen Antrieb heraus gestartet und nicht, weil jetzt sein Vater der erfolgreichste Formel 1 Rennfahrer aller Zeiten ist, sondern er wollte es wirklich für sich. Er hätte auch sagen können, nein, das hat mein Vater schon gemacht, der war da eh schon so erfolgreich, das brauche ich nicht nochmal machen. Aber anscheinend hat ihn die Kindheit im Umfeld des Motorsports so geprägt, dass er das auch selbst unbedingt wollte. Und er hat es ja am Ende auch geschafft, aber es war nicht so einfach. Mick Schumacher hat, wie wir alle wissen, die Formel 3 Meisterschaft gewonnen und auch die Formel 2 Meisterschaft. Aber er hat zu Peter Hardenacke gesagt, dass er erst so richtig an sich geglaubt hat, als er wirklich den Titel in der Formel 3 geholt hat. Davor wusste er noch nicht so recht, hat er genug Talent und würde es schaffen. Aber nach dem Titel, da wusste er, ja, er kann es ja doch und er hat genug Talent und vielleicht kann er es wirklich in die Formel 1 schaffen. Und als er dann in die Formel 2 gekommen ist, da hat er auch wieder nicht im ersten Jahr sofort dominiert, sondern er hat es dann erst wieder im zweiten Jahr geschafft, die Meisterschaft zu gewinnen. Und das ist etwas, das ist ihm auch schon bei der Formel 3 passiert. Und darauf hat Mick Schumacher dann zu Peter Hardenacke gesagt, dass es in den ersten Jahren oft immer technische Probleme gab und man musste sich natürlich auch erst einfinden. Viele andere Fahrer, wie zum Beispiel ein George Russell, ein Charles Leclerc, die haben das nicht gebraucht. Oder auch ein Oscar Piastri jetzt. Die haben nämlich die Formel 3 und die Formel 2 auf Anhieb gewonnen nacheinander. Und das ist mittlerweile auch irgendwo die Benchmark für die jungen Fahrer, dass sie das irgendwie schaffen müssen. Wenn jemand erst im zweiten Anlauf die Titel holt, dann ist das schon irgendwo, dass man heutzutage sagt, der ist vielleicht nicht so das next big thing. Aber bei Mick Schumacher, ja, da war es eben so. Und trotzdem hat er es in die Formel 1 geschafft. Aber man hatte so schon von Anfang an diesen Gedanken, ja, ist er einer der ganz Großen, beziehungsweise wird er einer der ganz Großen werden. Und das hat ihn von Anfang an in der Formel 1 irgendwo verfolgt. Er ist dann zusätzlich auch noch zum schlechtesten Team gekommen 2021, nämlich zu Haas. Und das hat es nicht besser gemacht. Denn da konnte er nie zeigen, was er wirklich konnte. Er hat nämlich zu Peter Hardenacke gesagt, dass das Auto so schlecht war, dass man damit ja gar nicht wirklich zeigen konnte, eben was man kann. Und dass er jetzt, als er eben auch den Mercedes testen durfte, vor allem auch live dann im echten Auto, nicht nur im Simulator, in Silverstone zuletzt, da hat er erkannt, dass so ein Auto, das ein Top-Auto ist, auch wirklich sehr gut zu fahren ist und dass man da auch Top-Zeiten damit fahren kann. Und er hat dann auch gesagt, dass er jetzt eben gar nicht mehr so verwundert ist, dass Lewis Hamilton und Valtteri Bottas mit diesem Auto, mit dem er da gefahren ist, auch zu der Zeit so gute Zeiten gefahren sind und dass er das auf jeden Fall auch kann. Aber im Haas, da konnte er 2021 nichts zeigen. Das Auto konnte auch nicht irgendwie richtig weiterentwickelt werden, denn er hat gesagt, zu diesem Zeitpunkt waren ja zwei Rookies bei Haas, nämlich auch Nikita Mazepin. Und es ist natürlich so, dass man als Formel 2 Fahrer, der jetzt gerade gekommen ist von der Formel 2, noch nicht ein Formel 1 Auto entwickeln kann. Man muss
sich erst Erfahrung aufbauen. Und die hat man ihm jetzt sozusagen nach 2 Jahren genommen. Er kann jetzt gar nicht mehr diese Erfahrung aufbauen, sodass er auch irgendwann mal ein Auto entwickeln kann, ein Formel-1-Auto. Und das hat er so zwischen den Zeilen kritisiert. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Er hat etwas kritisiert. Und da kommt noch mehr. Aber zuerst einmal gehe ich darauf ein, dass er jetzt endlich, in Anführungszeichen, mal gelernt hat, irgendwie dagegen zu sprechen. Jetzt, wo er bei Mercedes ist und ja umgeben ist von einem ganz anderen Umfeld. Er hat das zum Beginn seiner Formel-1-Karriere noch überhaupt nicht gemacht. Er ist da reingekommen, natürlich als jemand, der es unbedingt schaffen wollte. Und er hat auch gesagt, als er den Vertrag unterschrieben hat, war er richtig froh, denn dann war es alles unter Dach und Fach. Aber erst als er zum ersten Rennen gekommen ist, war er sich hundertprozentig sicher, dass er jetzt wirklich Formel 1 fahren darf. Und das war sein großer Traum seit 15 Jahren, sagt er. Und da ist klar, dass man dann auch irgendwo alles richtig machen will. Man will jedem gefallen und man will ja niemanden verschrecken, sodass man sich einen möglichen Vertrag oder etwas für die Zukunft verbaut. Und drum war er vermutlich am Anfang so zurückhaltend, so der Nice Guy und hat sich ein bisschen in Anführungszeichen alles gefallen lassen. Peter Hardenacke hat nämlich auch gesagt, ob er jetzt im Nachgang etwas anderes machen würde, wenn er nochmal zurück könnte. Ob er ja ein bisschen mehr raussprechen würde aus sich. Und dann hat Mick Schumacher gesagt, ja, im Nachgang ist man immer schlauer, aber dass er jetzt die Person ist, die er ist, eben durch das, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn er da schon ja, um sich geschlagen hätte, dann wäre er jetzt nicht da, wo er jetzt ist, weil er gar nicht diese Rückschläge erlitten hätte. Und so ist es alles Teil dieser gesamten Geschichte von Mick Schumacher. Selbst in seinem 2. Jahr in der Formel 1 hat er noch nicht richtig gelernt, dagegen zu sprechen. Und selbst als man ihn gekündigt hat bei Haas und rausgeschmissen hat, so kann man es nicht anders sagen, selbst da hat er in seinem Endinterview sozusagen, seinem abschließenden Interview, ja, ganz zahm reagiert und keine kritisierenden Worte gewählt, damit er ja nicht irgendwie, ja, gegen Günther Steiner irgendwas vielleicht sagen könnte, dass ihm irgendwas rausrutscht. Aber das ist jetzt anders, denn er hat durch den Mercedes-Vertrag, hat er jetzt wirklich auch an Selbstvertrauen gewonnen. Er hat nämlich auch viel Lob bekommen von Toto Wolff, dass er sehr gute Arbeit leistet, vor allem im Simulator, und dass sie deswegen auch manchmal so große Schritte machen, von Freitag auf Samstag. Toto Wolff hat auch dazu gesagt, dass es aber trotzdem nicht einfach ist, jetzt Mick Schumacher wieder unterzubringen in der Formel 1. Es sind einfach keine Plätze verfügbar. Toto Wolff hat Folgendes gesagt. Es ist zäh. Irgendwie sind überall alle Türen zu. Es ist einfach ein unglücklicher Zeitpunkt. Es gibt keine großen Wechsel auf dem Markt. Er hat es verdient, in der Startaufstellung zu stehen. Zurzeit trägt er im Simulator enorm viel dazu bei, dass wir manchmal diese großen Sprünge von Freitag auf Samstag machen. Er fährt sich über Nacht die Seele aus dem Leib. Ja, das ist mal ein richtig großes Lob vom Teamchef von Mercedes, und das hat Mick Schumacher jetzt bei Peter Hardenacke auch betont, dass er jetzt, als er kennengelernt hat, wie Teamchefs auch sein können, also nicht nur Toto Wolff, sondern auch die Teamchefs von McLaren und Williams, die ja auch mit Mercedes-Motoren fahren. Da hat er jetzt erkannt, dass man das eben auch so machen kann und nicht so wie Günther Steiner. Er hat jetzt Günther Steiner nicht direkt beim Namen genannt, aber es war klar, dass er damit Günther Steiner meint. Denn er hat vor allem eine Szene betont, die für ihn aus heutiger Sicht gar nicht mehr geht. Und das ist der Crash in Jeddah 2022, als er im Qualifying unglaublich abgeflogen ist, richtig hart in die Mauer gekracht ist, das Auto einen kompletten Totalschaden hatte. Ja, und ich weiß noch, als ich das angeschaut habe, habe ich mir wirklich gedacht, da könnte jetzt mal was richtig Schlimmes passiert sein. Mick Schumacher könnte verletzt sein oder vielleicht sogar gestorben sein. Das ist möglich, sowas. Das darf man nie vergessen. Und in einem kurzen Moment hat das auch wirklich so ausgesehen, ja, dieser Einschlag da in diese Mauer, wie der Unfall von Ayrton Senna fast schon. Und drum war ich da kurz schockiert, mein Herz ist kurz stehen geblieben, aber als er sich dann bewegt hat, dann war ich froh, dass alles gut ist. Und Mick Schumacher hat jetzt eben bei Peter Hardenacke gesagt, dass er auch selbst sehr froh war, dass er gesund da von diesem Crash davongekommen ist. Aber dass eben jemand, und da hat er ganz sicher Günther Steiner gemeint, etwas ganz anderes im Kopf hatte. Ihm waren ganz andere Dinge wichtig, und da meint er natürlich, ja, den Schrott, also die Kosten, was der Crash verursacht hat. Ihm war anscheinend die Gesundheit in dem Moment von Mick Schumacher nicht egal, aber er hat das wirklich nicht als seine Priorität angesehen und hat das im Nachhinein dann in den Medien alles total aufgebauscht, dass dieser Unfall eben
dem Haas-Team so viel kostet und dass das Haas-Team so klein ist und dass man sich sowas nicht leisten kann. Und das hat Mick Schumacher jetzt endgültig mal kritisiert bei Petar Hrnčíček. Und ich finde das richtig gut, dass er da jetzt diese neue Härte gefunden hat und dieses neue Selbstvertrauen, denn er darf das auch haben. Er ist nichts Schlechtes und er ist auch kein schlechter Fahrer. Er muss nur die Chance bekommen, es zu zeigen. Und er selbst hat das auch von sich gesagt, wortwörtlich, dass er weiß, was er wert ist und dass er ja eigentlich jetzt nur noch ein Team braucht, das ihn nimmt und mit dem er zeigen kann, was er kann. Und dass er jetzt im Moment eigentlich nur das machen kann, was er jetzt gerade macht, nämlich sich präsentieren, so gut es geht, und dass die Teams halt wissen, was sie von ihm bekommen können. Und mehr kann er momentan nicht machen. Aber wie Toto Wolff sagt, alle Türen scheinen zu sein und dass Mick Schumacher 2024 wieder zurückkommt auf die Startaufstellung der Formel 1 ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Aber Mick Schumacher hat dann dazu gesagt, dass er einen Plan B hat. Er hat zwar noch nicht gesagt, was das genau ist, aber er hat sich natürlich einen Plan B auserkoren, falls es mit der Formel 1 nicht klappt. Aber zuletzt sind nochmal neue Gerüchte aufgekommen, die vielleicht eine kleine Tür für Mick Schumacher sein könnten, nämlich bei Alfa Romeo. Denn wir alle wissen, dass 2026 Alfa Romeo zu Audi werden wird, zum Werksteam Audi. Und es ist schon seit langer Zeit in den Gerüchten im Umlauf, dass Audi gern einen deutschen Fahrer hätte, weil sie eben auch eine deutsche Marke sind. Und deswegen wird da immer wieder Mick Schumacher ins Spiel gebracht. Und jetzt hat Zhou Guanyu, der momentan noch für Alfa Romeo fährt, aber dessen Vertrag noch nicht safe verlängert wird, etwas gesagt, dass das neu anheizt. Etwas zu Audi und dass der Einstieg von Audi für ihn vielleicht gar nicht so gut sein könnte, weil Audi natürlich auch jetzt sich erstmal aufbauen muss und dazu müssen sie schauen, welche Fahrer sie für wie lang verpflichten und dass da vielleicht eher kürzere Laufzeiten dann dabei rauskommen. Zhou Guanyu hat Folgendes gesagt. Es ist aber nicht einfach, denn wenn Audi kommt und all diese Dinge, dann brauchen sie ein bisschen mehr Zeit. Aber für mich ist es natürlich besser, einen längeren Vertrag zu haben, um ein bisschen entspannter zu sein, als nur einen Einjahresvertrag zu bekommen. Ja, das war die Aussage von Zhou Guanyu, die jetzt eben wieder die Gerüchte anheizt, dass Zhou Guanyu vielleicht nicht verlängert wird und wenn dann vielleicht nur Jahr für Jahr. Und das könnte wiederum die Tür vielleicht für Mick Schumacher öffnen, dass er vielleicht doch für Alfa Romeo an den Start gehen könnte. Lassen wir uns überraschen. Da ist auf jeden Fall noch nicht alles geklärt. Es sind noch nicht alle Cockpits vergeben für nächstes Jahr. Es fehlen noch Cockpits bei AlphaTauri, aber das ist absolut unwahrscheinlich, dass da irgendein Mick Schumacher reinkommt. Das ist eigentlich ja 0%. Und dann gibt es natürlich noch das Cockpit bei Williams, das wackelt, von Logan Sargeant, der ja zuletzt auch gecrashed hat zweimal. Und das ja, behalten wir mal im Hinterkopf. Vielleicht könnte da sich auch noch eine Tür öffnen. Ich finde es auf jeden Fall extrem gut, dass Mick Schumacher mittlerweile richtig rausspricht aus sich und das sagt, was er denkt, sich nicht mehr zurückhält und ja auch mal was kritisiert. Das ist wirklich super, dass er das jetzt so macht. Er muss da beißen und nicht irgendwie ja klein beigeben. Nur ein Beißer wird in der Formel 1 sich durchsetzen. Und ich bin mir sicher, dass er da noch irgendwie wieder zurückkommen kann, denn dieses Kapitel Mick Schumacher, das ist noch nicht vollständig geschrieben. Da bin ich mir ganz sicher. Denn jemand, der so kämpft und auch jemand, ja, der auch mal Rückschläge erleidet und mal ganz am Boden ist und dann wieder zurückkommt, der wird auch zu einem der ganz Großen und das wäre doch eine super geniale Geschichte mit Mick Schumacher. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.